Ich liebe die Episode Charaden aus Strange New World Staffel 2, wo Spock zum Menschen wird. Denn wir sehen dort Ethan Peck, wie er wohl sehr viel Spaß hat, Spock als Menschen zu spielen. Unter anderem kriegt er von Bacon nicht genug. Und mit Pike kocht er. Nun, je nachdem, welche Quelle wir nehmen, sagen sie entweder, es ist Eggs and Bacon, also Rührei und Speck, oder Omelette und Speck. Nun, ich bin eher der Fan der letzten Variante. Falls ihr wissen wollt, wie man gute Rühreier macht, da oben verlinke ich euch mal ein Video. Aber ich wäre ja nicht der Smoothie, wenn ich nicht sagen würde, ich mache euch einen etwas anderen Bacon. Und wie wir einen der besten Bacons überhaupt machen, das zeige ich euch jetzt. Auf ein Backblech, das mit Aluminiumfolie ausgelegt wurde, legen wir unseren Bacon. Wir machen hier nämlich eine mit Ahorn glasierten Bacon. Dieser ist in den USA relativ gewöhnlich, also wir brauchen hier ein bisschen Grade A Ahornsirup, das ist einer der besten, den man bekommen kann. Und damit streichen wir jetzt unsere Baconstreifen richtig schön ein. Dann einfach danach braunen Zucker über die Baconscheiben geben. Und dann kommt das Ganze bei 170 Grad Umluft in den kalten Ofen. Ja, das Zeug muss wirklich mit dem Ofen heiß werden. Dann rendert das Fett besser aus, das gibt uns ein besseres Gesamtergebnis. Und das für circa 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie knusprig ihr den Bacon haben wollt, nach der Hälfte der Zeit einmal wenden. In der Naheinstellung der Szene sehen wir drei verschiedene Käsesorten, also machen wir auch ein Dreikäse-Omelett. Da habe ich hier einmal Schweizer Gruyère-Käse. Sehr aromatisch. Dann habe ich hier ein bisschen Cheddar und hier einen Chili-Käse. So, unseren Käse, den reiben wir natürlich, denn wir nehmen nicht dieses vorgefertigte Zeug, was nicht so schön ist. Man kann bekanntlich kein Omelett machen, ohne ein paar Eier zu zerschlagen. In dem Fall 3 bis 4 Stück. Ich habe hier 3 große Eier. Und wie Captain Pike ganz richtig sagt, jetzt schlagen wir die Eier, damit wir Luft reinkriegen und das Volumen ein bisschen vergrößern. Unser Bacon ist fertig und wir nehmen pro Omelett 2 bis 3 Scheiben, legen die übereinander und schneiden die in kleine Streifen. In einer Pfanne lassen wir dann etwas Butter auf mittlerer Hitze schmelzen, bis sie so leicht anfängt zu blubbern. Dann gießen wir das Ei dazu. Dann immer das Ei zur Mitte schieben, sobald es gestockt ist, ein bisschen die Pfanne drehen, dass das lose Ei noch zurückfließt und so weitermachen, bis es ca. 90% gekocht ist. Dann verteilen wir auf einer Hälfte unseren Bacon, gefolgt von etwas Käse, so viel wie wir wollen. Dann die andere Hälfte einfach rüberklappen, einen Teller drüber geben und dann mit der Pfanne zusammen umdrehen und hier das wunderschöne Country Omelette bestaunen. Alles ist fertig. Süß, salzig, chewy. Man kann nicht genug davon bekommen. Und jetzt das Omelette. Schaut euch das an. Käse zieht sich richtig schön. Die Süße der Eier harmoniert perfekt mit diesem Ahornsirup-Bacon. Die Knusprigkeit der Bacon-Teile gibt noch ein bisschen mehr Textur da rein, ein bisschen was anderes. Und natürlich die drei verschiedenen Käsesorten, die spielen genau ineinander. Wir haben den leicht aromatischen Cheddar, wir haben diesen schönen intensiven Gruyère-Käse und dazu auch noch die leichte Schärfe von dem Chili-Käse. Also allgemein, Leute, ich sag's euch, das ist was, das könnt ihr morgens essen, das könnt ihr mittags essen, das könnt ihr abends essen. Und wenn ihr den Bacon weglasst, dann kann das schafft ihr in 30 Minuten. Das kann jeder machen. Also, wenn ihr mal ein etwas anderes Frühstück wollt, macht es wie Pike. Wir sehen uns auf der FatCon. In diesem Sinne, eat long and prosper.